Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth in der God-Mode. Das ist das zweite Video für heute, denn wir haben im ersten Video, das um 9 Uhr kam, die Lost Challenge gemacht. Die ging aber so kurz, dass ich gesagt habe, dass ich zwei Videos heute rausbringe. Und deswegen machen wir heute jetzt auch nochmal die Plop Challenge und die beiden Videos kommen dann halt beide heute. Also, nice. Okay, also wenn ihr das andere, die erste Challenge noch nicht gesehen habt, dann könnt ihr da reingucken und sonst, ja. Gut, also wir haben ein paar Plops, 7 Stück an der Zahl, die auch noch größer sind, weil wir anscheinend, ja, wir haben dieses Herz auf der Stirn. Das heißt, die sind alle noch ein bisschen stärker. Und wir können schießen und haben wieder dieses Blood Trail-Ding. Heißt, wenn wir getroffen werden, dann ziehen wir noch eine Blutspur hinter uns her. Und ja, das heißt, diese Challenge ist eigentlich nur weglaufen und warten, dass die Plop-Dinger irgendwas vernichten. Ja gut, das ist jetzt nicht so eine spannende Challenge, aber wir machen sie trotzdem mal. So, vielleicht kriegen wir irgendwie einen Cube of Meat oder sowas, damit wir damit irgendwie angreifen können. Und ich bin mal jetzt gespannt, wie weit wir gehen müssen. Beziehungsweise wie nicht weit wir gehen müssen. Wenn diese Challenge jetzt genauso kurz ist wie die eben, dann wäre das schon ganz schön komisch. Gut, wir kommen nicht an den Schlüssel ran, weil wir die Scheiße auch nicht ausmachen können. Ausmachen. Kaputt machen können. Aber gut. Los, ihr Plops. Greift alles an. Ja, das macht ihr gut. Sehr schön macht ihr das. Ja, ganz toll. Oh ja, das macht ihr super. Man muss die Plops immer ein bisschen loben, weil sonst greifen die nicht mehr an. Denn dann schwören die nicht mehr so schnell wie jetzt. Und deswegen, es ist wichtig, die Plops zu loben. Aber anscheinend müssen wir wirklich bis zu Mom gehen. Also diese Challenge wird länger als 10 Minuten gehen. So. Go, go, Plops. Ja. Vernichtet alles. Sehr schön. Das einzige Blöde ist, dass die Plops Bomben wegschubsen. Heißt, wenn wir mit Bomben arbeiten, müssen wir aufpassen, dass die Plops die nicht irgendwie wegpacken. Aber... mein Gott, Plops, ihr müsst mich doch beschützen. Plops, was tut ihr? Au! Vielleicht sollte ich immer mit einem Plop mitlaufen. Am besten wäre es, wenn wir fliegen könnten. Dann könnten wir die ganze Zeit über so einen Plop fliegen. Ja, das wäre gut. Das wäre wirklich gut. Ich glaube, das wäre gut. Achso, wir müssen erst die Gegner töten, ne? Okay, Plops, kommt mal bitte her und tötet das Ding hier. Das da. Das da, das ich nicht angucke, weil ich nicht gucken kann. Ihr müsst für mich gucken, ihr Plops. Guckt für mich dieses Ding an. Nein, kann ich den nicht irgendwie schieben? Nein. Na, trifft er? Ah, nee. Hallo? Ich könnte ihn natürlich auch mit einer Bombe vernichten, aber ich glaube, ich will meine Bombe erstmal noch behalten. Ja gut, wir müssen jetzt irgendwie warten, bis die mal perfekt in diese Ecke hier gehen. Plops könnte... ach, egal. Sprengen wir das. So. Oh, Geld. Mein Geld. Ich denke einfach mal, es wird keine goldenen Räume hier geben. Aus dem Grund... oh ja, das habe ich gebraucht. Telepathie für Dummies. Wow. Telepathie für Dummies. Go, go. Jetzt... wieso verfolgen die trotzdem nicht? Oh Gott. Oh Gott. Plops. Au. Aber... Mann. Das ist ja voll doof. Go, go, Plops. Go, go. Ihr schafft das. Ich glaube an euch, danke. Oh, ein Lebensupgrade. Sehr schön. Und vielleicht kriegen wir hier irgendwas gut. Ein Brimston. Okay, aua. Wir nehmen auf jeden Fall das Brimston Baby mit. Damit können wir nämlich gut Schaden machen. Und das nehmen wir auch mit. Brimston können wir auch mitnehmen, auch wenn es uns überhaupt nichts bringt. Aber es ist, glaube ich, ein Damage-Up, oder? Ich glaube, Brimston ist ein Damage-Up. Gucke ich gleich mal. Ist Brimston ein Damage-Up? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir hier ein paar Fliegi-Fliegis. Und mit dem Brimston-Baby können wir auf jeden Fall auch gut angreifen. Gut, dann haben wir wenigstens mal irgendwas zum Angreifen und sind nicht auf unsere Plops angewiesen. Das ist ganz nett, würde ich sagen. Und wir sehen cooler aus als eben. Haben nicht mehr dieses Herz auf der Stirn. Was uns als Oma-Söhnchen zu erkennen geben gelassen hat. Oh, unser Brimston-Baby ist ja auch stärker jetzt geworden. Stimmt. Es wird ja alles stärker. Okay, wir sollten uns ganz viele komische Typen holen.
ganz viele Begleiter holen, weil die werden alle stärker. Oh ja, doch. Aber das Wipsen-Baby wird uns auf jeden Fall sehr viel, deutlich viel mehr Dingensbumskirchen behilflich sein. Das ist schön. Ich will jetzt hier am besten keine Leben verlieren. Wir haben nämlich nicht mehr so viele. Müsst ihr wissen. Nein, falsche Richtung. Okay. Okidoki, alles gut. Ah nein. Warum ihr? Warum ihr? Warum ihr? Komm, mach kaputt. Mach kaputt den Mist. Okay, danke. Danke, Raba. Danke. Wimpson Baby, bist du bereit? Bist du bereit? Okay, egal. Ist egal, Wimpson Baby. Du musst nicht bereit sein. Ich schaffe das auch so ohne dich. Pestilence. Okay, wir kriegen also unseren Cube of Meat. Den ich mir so doll gewünscht habe. Das ist sehr schön. So. Okay, das ist jetzt hier ein bisschen blöd, dass er über diese Spur ist. Und irgendwie macht unser Crimson Baby nicht wirklich viel Schaden zu dem Ding. Oh Gott. Pestilence, du musst sterben. So leid es mir tut, aber du darfst in dieser Welt nicht weiterleben. So. Okay, das ging ja ganz gut. Oh nein. Oh nein, warum zweimal Krampus? Und dann noch eine grüne Version. Was kann die grüne Version? Oh. Okay. Oh ja, die Kohle. Die habe ich mir schon immer gewünscht. Ah, der Cube of Meat ist auch größer. Oh, nice. Oh, alles wird größer hier. Oh. Okay, schon vierte Ebene. Ich glaube, die Challenge wird auch nicht so lang gehen. Was ist denn los mit den Challenges? Was ist denn los mit denen? Nein, vielleicht schaffen wir das ja gar nicht. Dann muss ich sie nochmal machen, dann geht die Folge wenigstens länger. So. Oh nein. Hematie. Was? He? Blablub. Blibidiblub, blablub, blub. Bidibububub, babibub. Hier liegen zwar ganz viele Herzen, aber irgendwie bringen uns die nicht wirklich was. Oh, ein Schlüssel, den brauchen wir zwar auch nicht, aber wir nehmen ihn mal mit. Vorsichtshalber. Und der Boss ist doch garantiert hier rechts. Okay. Doch nicht. Eine Bombe. Eine Bombe nehmen wir gerne mit. Sehr, sehr gerne. Hä? Das Brimston Baby ist ja gar nicht so süß, wenn es seinen Brimston rausschleudert. Das ist ja doof. Ich dachte immer, das Brimston Baby wäre süß. Aber in Wirklichkeit hat es Zähne. Und alles, was Zähne hat, ist nicht süß, wie wir wissen. Hä? Ich komme hier gar nicht raus. Das heißt, ich bin hier sicher auf Ewigkeit. Cool. Jetzt müssen wir allerdings warten, bis die Plops mal irgendwie treffen. Lululu, sehr schön. Da kommen wir gar nicht ran. Wir könnten natürlich eine Bombe da platzieren können, aber sonst kämen wir da gar nicht raus. So. Okay. Was haben wir hier? Ich glaube, ich will da gar nicht rein. Egal, was es da gibt. Das ist mir zu riskant. Okay. Wir haben aber unser Equipment wieder richtig perfekt für diese Challenge eigentlich ausgerüstet. Also irgendwie habe ich Glück dabei. Da war Bijuba. Jabai. Da war ein blauer Stein. Den will ich noch haben. Moment. Moment, ich muss zurück. Sehr schön. Eine Arcade. Ja, hätten zwar genug Geld dafür, aber das ist Zeitverschwendung. Oha, du kannst über Steine hüpfen. Nice. Sowas würde ich auch gerne können. In meinem vorherigen Leben wollte ich auch immer über Steine hüpfen können. Das war mein Lebensziel. Hä? Toller Boss. Was war das denn für ein Boss? Da war gar kein Boss. Das ist Schwindel. Wieso gibt es Räume mit keinem Boss drin? Ist das ein Bug? Ich meine, das hatte ich ja auch neulich in der im Furnace, wie das hier in dieser Mod heißt. Also in der Dark Chest? Dark Room. Im Dark Room hatte ich das. Ja. Da hatte ich das auch. Da hat dann der Boss gefehlt. Und dann konnte man das Spiel nicht abschließen.
Ich frage mich aber, warum das so ist. Ob das wirklich ein Bug ist oder ob das so gewollt ist. Ich glaube mal eher nicht, oder? Weiß ich nicht. Nope. Obwohl da wahrscheinlich der Boss sein wird. Aber trotzdem, nope. Oh nein. Warum? Warum ihr? I. Warum habe ich I gesagt? Egal. I, Knochen. I. Ist ja widerlich. Ein Becher widerlich als widerlich. Oh Gott. Ah, was? Wow. Okay, ich muss ein Leben verlieren. YOLO. Und dann ist das auch noch der falsche Weg. Okay, ich hätte auch erstmal die ganzen anderen Wege gehen müssen. Oh. Aber ich bin halt manchmal nicht so ganz schlau. Okay, wir könnten das machen, ohne Leben zu verlieren, wenn... Okay, wir machen das so. Wir laufen dagegen, dann verlieren wir nämlich ein halbes Leben statt ein ganzes. Denn, wenn man über die... Huch. Über die Stacheln läuft, verliert man ja, glaube ich, ein ganzes Leben. So... 3 Leben. Hm. Ist jetzt nicht ganz so viel. Oh Gott. Alle tot? Wo lebt hier noch was? Hallo? Scheißhaufen? Da. Gut. Ich weiß nicht, ob ich das machen will. Eigentlich, da sind bestimmt richtig gute Sachen drin. Aber... Lieber nicht. Oh Gott, ganz viele Gegner. Gut, das ging gut. Warum ist die Ebene so groß? Warum gehen wir dauernd falsch? Oh, wir haben Cube of Meat. Ganz vergessen. Den sollten wir vielleicht auch mal einsetzen. Ich glaube, der wird ganz schön guten Schaden machen. So. Mein kleiner Freund. Der Cube of Meat. Bitte lass mich gehen und treff mich bitte nicht. Ich hätte gerne noch ein paar mehr Plops. Das wäre auch ganz nett. So 20 oder so. Die dann einfach im ganzen Raum sind. Oh Gott, ich verliere Leben. Ich habe nicht mehr so viele Leben. Könntet ihr jemand anderen Leben abziehen? Das wäre nett. Gut, vorletzter Boss zumindest. Und wir werden hier ganz schön blöd angezogen. Oh Gott. Okay. Oh Gott, das ist ja... Oh nein. Hilfe. Da bin ich mehr viele Leben. So. Hä? Ist das kleine Viech tot? Okay. Gut, Steven ist auf jeden Fall nochmal ein bisschen extra Schaden. Nicht über die Stacheln laufen. Oh, das ist perfekt. Das ist perfekt. Wir können nichts mitnehmen von dem anderen Zeug. Obwohl ich dieses Fliegending sehr, sehr gerne mitgenommen hätte, aber dann haben wir keine Leben mehr und dann wären wir tot. Und tot sein ist nicht so das, was ich wollte. Aber wir sind in der letzten Ebene. Und sollten vielleicht doch nochmal in die Arcade gehen. Ah. 99 Schlüssel. Ich hätte jetzt gedacht, dass ich da vielleicht irgendwie mal Leben bekomme oder so. Aber gut, dann halt nicht. Das war falsch. Da drüben ist auf jeden Fall ein blauer Stein. Ist die Frage, ob man da hin... Ah! Okay, ich will da gar nicht mehr hin. Au, ich habe mich erschrocken. Ich war ein Blödkopf. So, aber die Dinger könnten wir eigentlich mal aufspringen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ah, eine Karte. Sampus. Okay, macht uns stärker, was uns nichts bringt. Aber macht uns stärker. Death, Lovers. Gut, nehmen wir die Death-Karte mit. Die macht nämlich wenigstens ein bisschen Schaden. Okay. Sieht gerade eher nicht so gut aus für unser Leben.
Gut, wohin, wohin, wohin? Wohin gehen wir? Falscher Weg, falscher Weg, falscher Weg. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, habe ich gesagt, danke. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Oh, Hilfe. Nicht in mich spawnen, danke. Zwei Leben, warum haben wir nur so wenig Leben? Ich will mehr Leben haben. Gib mir Leben. Sofort. Sofort, gib mir wenigstens ein blaues Herz. Ein blaues Herz, ein blaues Herz. Oh, wir haben den Dark Bomb. Okay, rote Herzen sind auch okay. Rote Herzen sind super. Na komm, das Ding geht sogar recht gut Sachen raus. So. Wir verspielen einfach mal alles. Ich wüsste nicht, wofür wir das Geld noch bräuchten. Oh, das ist ja praktisch. Wenn da eine Fliege rauskommt, dann schießen wir sofort unseren Bümsten. Nett. Oh. Oh. Okay, 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 okay. Okay, 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 okay. Alles, alles gut. Alles bestens hier. Ja, ja. Oh nein, war das nicht dieses Viech, das diese ganzen Sachen spawnen konnte? Ja, das war das. Wir müssen ja schnell töten, bevor er Sachen spawnen kann. Ich glaube, wenn er Sachen spawnt, dann werde ich auf jeden Fall die Death-Karte einsetzen. Weil mir das sonst zu nervig wäre. Oh Gott. Obwohl, die sterben eigentlich recht schnell. Oh, egal. Death, go, go. Oder macht ein Death doch nur sterben? Hä? Verwirrtheit. Dizzy ist verwirrt. Hilfe. Kann ich mich hier nicht einfach aussprengen? Wo ist der? Gut, ich spreng mich raus. Das ist mir zu blöd. Oh Gott. Yo, noch mehr. Lass mich raus. Es war der falsche Weg. Warum? Du, 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 du. Ich gehe da mal. Du packst das schon, Anna. Isaac. Isaac. Au. Okay, das war eher weniger cool. Aber ich glaube, die Challenge schaffen wir auf jeden Fall mit unserem Cube of Meat. Sollte das nicht allzu schwer werden. Na, obwohl sie hier recht viele Leben hat. Aber unser Cube of Meat tötet einfach alles. Noch haben wir genug Leben. Oh, fuck. Gleich hier allerdings nicht mehr. Komm schon, stirb ein bisschen schneller. Bitte, bitte, bitte. Oh, Hilfe, die spawnt ja aber mehr. Was ist hier los? Oh Gott, nein, 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 nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Mach deine blöde Hand. Hilfe. Nein. Ich will nicht, dass das jetzt noch knapp wird. Stirb, 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 stirb doch. Wo ist sie? Warum? Komm jetzt her. Mutti, danke. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich gucke gar nicht erst in den Challenge-Raum rein, sonst sammle ich da irgendwas aus Versehen ein und dann kommen wir da nicht mehr raus. Ha, okay. Ja, das war die Plop-Challenge. Zweite Challenge für heute. Ich hoffe, der Typ, der sich das gewünscht hat, ist jetzt zufrieden, dass wir wenigstens mal zwei Challenges gemacht haben. Zwar zwei kurze, aber was soll's. Haben wir zumindest schon mal ein paar Runen freigeschalten. Die werden uns auch in den normalen Ones behilflich sein, auf jeden Fall. Und dann bedanke mich auf jeden Fall trotzdem recht herzlich fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Morgen dann wieder mit einem normalen One, höchstwahrscheinlich. Und dann bis zum nächsten Mal und tschüss.